Am 24. Februar vor einem Jahr marschierte die russische Armee in die Ukraine ein. Ein souveräner Staat sollte von der Landkarte getilgt werden. Damals tönte es in russischen Medien, nach 14 Tagen wäre alles erledigt. Doch es kam anders. Im Foyer des Zwickauer Rathauses wird am Freitag eine Ausstellung eröffnet, die das Grauen dieses Krieges anhand von Zeugenaussagen näher bringt. Es sind keine Palästinenserkinder in Ramallah, die auf diesem Foto zu sehen sind, sondern ukrainische Kinder, die ihr ehemaliges Schulhaus betrachten. Am 24. Februar 2022 überfiel Russland den Nachbarstaat mit Raketen, Flugzeugen und Bodentruppen. Während viele ukrainische Männer zur Waffe griffen, flohen Frauen, Kinder und Alte aus dem Land, viele davon nach Deutschland. Auch in Zwickau und Umgebung leben seitdem zahlreiche ukrainische Familien. Inzwischen gibt es auch den Verein Ukraine Zwickau Gemeinsam e.V., der sich um Geflüchtete kümmert, aber auch die Schicksale sichtbar machen will. Im Dezember ist der damals in Gründung befindliche Verein Ukraine Zwickau Gemeinsam e.V. auf mich zugekommen mit der Idee, eine Ausstellung über lebensnahe Geschichten von Ukrainerinnen und ihren Familien zeigen zu wollen, die den Krieg hautnah erlebt haben und jetzt in Zwickau und in der Region Zwickau leben. Ich war sehr aufgeschlossen und wir haben natürlich sofort nach Möglichkeiten gesucht, wie und in welcher Form wir die Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren können. Und was bietet sich natürlich an? Die Ausstellungsfläche des Rathauses der Stadt Zwickau bietet sich dafür immer an. Und natürlich die Ausstellung, um den 24. Februar zu zeigen, ist aus meiner Sicht ein Muss. Für die Geflüchteten ist das nicht ganz so einfach. Denn es sind ja keine professionellen Autoren, es sind ganz normale Zivilisten. Ja, das stimmt. Das sind wirklich reale Menschen, konkrete Menschen, die diese schrecklichen Geschichten erlebt haben und hier wohnen zwischen uns, die wir auf den Straßen oder in Supermärkten, vielleicht im Treppenhaus begegnen. Und die haben sich getraut, diese Geschichten zu erzählen. Und dafür sind wir sehr dankbar, weil nicht für jeden war das einfach, diese Geschichten nochmal zu erzählen. Das heißt, nochmal zu erleben. Manche wollen diese Geschichten ganz vergessen, weil das einfach viel zu schwer ist für sie. Und sie wollen das nie mehr erleben oder nicht, dass die Kinder das erleben. Die meisten Autorinnen sind Frauen mit Kindern, beziehungsweise es gibt eine Jugendliche mit 13 Jahren. Sie hat das auch erlebt, zusammen mit ihrer Oma und Uroma. Und jetzt wohnt sie in Mirane. Eine der Geflüchteten ist Oksana Zajac. Hier auf dem Foto. Und hier im realen Leben mit ihrer Tochter. Deutsch spricht sie noch nicht, denn die deutsche Sprache ist in der Ukraine nicht geläufig. Ansonsten aber haben die Ukrainer selbst mit der Verständigung der Volksgruppen kein Problem. Man verständigt sich so wie es kommt natürlich. Man spricht Ukrainisch, man spricht Russisch, aber die russische Sprache verstehen wir auch gut. Und die Sprache ist nie ein Hindernis. Alle sprechen natürlich die Staatssprache, ukrainische, aber es gibt auch Menschen, für die die russische Sprache ihre Heimatsprache ist, ja, ihre Muttersprache. Und das ist überhaupt auch kein Problem, weil zum Beispiel unsere Geschichten sind teilweise auch auf Russisch geschrieben worden, weil das Personen sind, die nah an der Grenze zu Russland leben. Und deren Sprache ist Russisch, die Muttersprache. Und damit haben wir natürlich auch kein Problem. Russisch ist nicht das Problem. Die Sprache war nie ein Problem für uns. Der Überfall war für die meisten ein echter Schock. Flucht innerhalb weniger Stunden, Staus, in denen man selbst eigentlich nicht sitzen sollte, denn der Grund war oft genug ein Raketeneinschlag. Aber Hauptsache erst einmal in Sicherheit bringen mit den wichtigsten Dokumenten und der Hoffnung, irgendwo Hilfe zu finden. Bereits wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im vergangenen Jahr kamen die ersten Busse mit Ukrainerinnen und Ukrainer hier in der Stadt an. Und es war eine sehr große Hilfsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, diesen Menschen zu helfen, sie hier willkommen zu heißen und ihnen den Start in einem Leben hier fern vom Krieg zu ermöglichen, und die hält aus meiner Sicht bis heute noch an. Es gibt sehr viele Ehrenamtliche, die den Menschen beistehen, die ihnen helfen, die versuchen, ihnen die Last des Krieges, die ja trotzdem noch auf den Menschen lastet, weil Familienangehörige, insbesondere die Männer, noch im Kriegs- und Krisengebiet sind, zu nehmen und ihnen hier die Möglichkeit zu geben, gut Fuß zu fassen und ein neues Leben vielleicht für gewisse Zeit, aber vielleicht auch auf Dauer zu finden.
Viele konnten sich bereits retten. Aber noch längst nicht alle Gefährdeten haben einen sicheren Ort erreicht. Da stellt sich die Frage, wie es denn der ukrainischen Partnerstadt Zwickau geht. Wolodymyr ist vom Krieg ebenfalls gezeichnet, aber nicht in dem Umfang, wie das die Geschichten der Geflüchteten hier in Zwickau dokumentieren. Wolodymyr liegt im Westen der Ukraine und hat regelmäßige Raketenfliegeralarme und ist von Stromabschaltungen betroffen, hat aber nicht die Zerstörungen, wie wir es aus dem Osten der Ukraine kennen. Und eben dieser Osten der Ukraine wird hier dargestellt. Dabei fällt auf, dass es oft recht professionelle Fotos sind, für Flüchtlinge ungewöhnlich. Doch auch Fotografen haben eben eine Waffe, das Bild. Und so sind zahlreiche Bilder von ukrainischen Fotografen zur Verfügung gestellt worden. An der Ausstellung haben wirklich sehr, sehr viele Menschen gearbeitet, eine große Gruppe, circa 50 Personen. Es sind ja 14 Personen, die nur Geschichten mitgeteilt haben und natürlich auch professionelle Fotografen aus der Ukraine, die zugestimmt haben, ihre Bilder uns zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere Ausstellung bereichern können. Weil sehr viele Autorinnen haben ihre Handys verloren auf der Flucht oder sie haben keine Zeit gehabt oder keinen Gedanken darüber, Fotos zu schießen, weil das war natürlich, es ging um Leben. Das Leben haben diese Menschen erst einmal gerettet. Die Heimat haben sie verloren. Auch daran soll am Freitag erinnert werden. Wir wollen auf eine würdevolle Weise diesem traurigen Jahrestag gedenken. Es wird um 8 Uhr auf dem Hauptmarkt eine Schweigeminute geben. Es empfiehlt sich, schon vielleicht 10 Minuten vorher auf dem Hauptmarkt einzutreffen. Das Ganze wird unterstützt werden durch geistliche Musik. Und nach der Schweigeminute wird es auch ein gemeinsames Gebet geben. Um 8 Uhr ist geplant, dass die Glocken des Zwickauer Domes geläutet werden. Etwa gegen 8.15 Uhr ist dann das Ende der Veranstaltung geplant. Danach kann man sich dann die Ausstellung anschauen und vielleicht auch mit dem Verein Ukraine Zwickau gemeinsam e.V. Kontakt aufnehmen. Denn auch hier ist man sich bewusst, dass es morgen noch keinen Frieden gibt. Ja, wir haben sehr vieles vor natürlich für das nächste Jahr und das eine kann ich schon erwähnen, wir möchten im Mai am Festival teilnehmen, Zwickolör, und da unsere Kultur zeigen, die Kultur der Ukraine natürlich und auch vielleicht mit Gesang und mit Tanz und ja, es wird auf jeden Fall interessant. Daran arbeiten wir jetzt schon und herzlich willkommen dann zum Festival. Da können Sie wirklich erleben, was die ukrainische Kultur ausmacht. Am besten wäre das natürlich in einer freien Ukraine, ohne eine Ausstellung über einen Krieg. Denn Krieg ist die schlechteste aller Optionen. Und ein Angriffskrieg gilt heutzutage mit Recht als Verbrechen.